und begrüßt sie jetzt gemeinsam aus dem südlichen Tirol. Mit mir gemeinsam unseren Jürgen Wirth Anderlan. Grüß dich, große Schwestern und Brüder. Grüß dich, liebe Tiroler Landsleute. Vor knapp einem Monat bin ich da gestanden und dann gesagt, ich mache nicht Skilehrer. Ich fahre nicht mit einer Maske in unseren wunderschönen Bergen herum. Ich lasse mich nicht testen und schon gar nicht impfen. Weil ich kenne meinen Körper. Ich bin ein Tiroler Naturbursch. Ich bin viel draußen im Freien, mache viel Sport. Ich bewege mich viel und trinke natürlich auch ab und zu ein gutes Glasl Südtiroler Wein. Eine Woche später hat mir mein Immunsystem all diese Aussagen bestätigt. Ich hatte Corona mit einem leichten Verlauf. Aber ich spiele auch heute nicht mit. Ich gehe heute nicht Skifahren und ich gehe heute nicht in die ganzen Geschäfte, Bars und Restaurants rein, die mir davor ausgesperrt haben. Ich spiele nicht mit! Und ich kann es nur immer wieder betonen, ich bin kein Impfgegner. Jeder, wie er möchte. Und ich kann auch hundertprozentig verstehen, wenn eine übergewichtige Schnapsdrossel, nennen wir ihn zum Beispiel Werner Kögler, mit einem Immunsystem einer genmanipulierten Hornachsen sich viermal das Jahr spritzen lässt, ist sein gutes Recht. Aber ich kann auch dir, lieber Werner, nur eins sagen. Geh ein bisschen mehr in die frische Luft. Sauerstoff tut deinem Hirn enorm gut. Und überhaupt frage ich mich, was ist eigentlich aus der umweltfreundlichsten, menschen- und tierliebsten Partei geworden? Vor Jahren seid ihr noch auf den schönsten Plätzen der Welt niedergekniet für einen ermordeten Afroamerikaner, ist euer gutes Recht. Heute sitzt es in halb Europa in den Regierungen drin, verbietet unseren Kindern den Sport, maskiert sie, verbietet gesunden Leid die Arbeit und lasst die Generation, was dieses Land aufgebaut hat, alleine in den Krankenhäusern verrecken. Ich kann euch sagen, was es euch geworden ist. Ich kann nicht sagen, was aus euch geworden ist. Als heuchlerischen Moralaposteln seid Verbrecher geworden. Aber, liebe Tiroler Landsleute, auch bei uns hat 50 Jahre betreutes Denken seine Spuren hinterlassen. Wie oft haben uns unsere Eltern und Großeltern erzählt, oder es steht heute nur in den Geschichtsbüchern drin, was wir für ein freiheitsliebendes, mutiges und stolzes Volk sein. Früher hat es noch geheißen für Gott, Kaiser und Vaterland. Heute heißt es eher, mir ist scheißegal, wie es mir geht. Ganz wichtig ist einfach, dass meinem Nachbar schlechter geht. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie diese Geschichte endet. Aber eins weiß ich hundertprozentig. Es wird auch in Zukunft in den Geschichtsbüchern drinstehen, dass es im Jahre 2020, 21 und 22 aufrechte Tiroler gegeben hat, die für ihre Freiheit gekämpft haben. Heute stehen sie vor mir! Liebe Tiroler, liebes Vaterland, es sei der Fels in der Brandung für Eigenverantwortung, für Selbstbestimmung und für die Freiheit. Vergesst Gott dafür!
So, und jetzt reißt euch zusammen. Jetzt bin ich das dritte Mal da. Jetzt wird das hoffentlich verstanden haben. Auf geht's! Da sind ein paar dazugekommen, gell? Freiheit! Hu! 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 Freiheit, hu! Freiheit, hu! Danke! Geil! Bleib standhaft, Vereinsgott! Liebe Freunde, die gute Nachricht ist, das wird gut ausgehen. Nicht für die Bundesregierung,